Hallo und herzlich willkommen zum Online-Workout. Diesmal unter dem Motto Freakout. Genau, Freakout. Also ganz nach dem Motto, es ist nicht notwendig, verrückt zu sein, aber es hilft. Ja, lade ich dich jetzt ein und will dich zum Bewegen bringen. Jawohl. Lass uns nicht so lange quatschen, sondern direkt loslegen mit einem kleinen Warm-up. Warm werden ist immer wichtig, dass man mal so alles ein bisschen aufwärmt, bevor man verrückte Dinge tut. Freakout. Blub. Action Time. So, beginnen wollen wir damit, dass wir einfach mal uns eine Minute lang richtig ausschütteln. Einfach mal alles ausschütteln, was wir haben. Ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln. Eine Minute lang. Auf die Plätze. Fertig. Action! Eine Minute lang. Durchhalten. Die Zeit hält runter. Ihr könnt schütteln, was das Zeug hält. Beine schütteln. Arme schütteln. Alles schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Und weiter durchhalten. Zeit gucken dabei. Schütteln, 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 schütteln. Wird immer weniger. Spiegelverkehr bei euch auch, ne? Egal, auf jeden Fall zählt die Zahl runter. Der rote Streifen wandert weiter. Eine Minute. Könnt auch wieder den Kreis euch bewegen, schütteln. Was auch immer. Und weiter durchhalten. Eine Minute kann lang sein, merkt man auf einmal. Schüttel, schüttel, schüttel. Und schütteln. Weiter schütteln. Schütteln. Und Ende. Nachdem wir nun alles durchgeschüttelt haben, einmal mal richtig alles in Bewegung gebracht haben, alles schön durchblutet ist, geht sofort weiter. Und zwar mit einer relativ einfachen Übung. So. Das Wichtigste ist, ihr habt ja eigentlich alles, fast alles zu Hause, was ihr braucht für dieses Training. Ihr seht vor euch diesen roten Buzzer, also mit dieser Röhre da drunter. Habt ihr alle zu Hause. Ganz einfach, holt euch da mal einen Ball raus, dann erzähle ich euch, was der für Eigenschaften hat. Bum, bum. So, wunderbar. Also, dieser rote Ball ist ein Bouncing-Ball. Ein Bouncing-Ball ist eigentlich nichts anderes als ein großer Flummi. Ihr könnt das mal testen, ob der bei euch funktioniert. Bum, bum. Bei mir funktioniert der astrein. Gut. Was wir damit machen, ganz einfach, ganz klar. Schluckt mal euren Bouncing-Ball runter. Der landet natürlich im rechten Fuß. Bum. Und jetzt beginnen wir diesen Fuß einfach mal ein wenig zu schütteln. Und oh, da merkt ihr, der Flummi geht schon ab. Okay. Mein Flummi funktioniert. Wunderbar. Hüpft hier immer munter durch die Gegend. Vom rechten Bein schicken wir den rüber ins linke. So, dann hüpft der Flummi hier rum. Okay, wir schicken ihn von da aus ins rechte Knie. Da merkt ihr schon, es hüpft etwas anders. Wunderbar, im rechten Knie hüpft der Flummi rum. Von da aus schicken wir ihn rüber ins linke Knie. Und dann hüpft er da rum. Der Bouncy Ball, vielleicht macht er auch bei euch ein bisschen andere Bewegungen. Ne? Es gibt ja verschiedene Bewegungen, die so ein Flummi da machen kann. Probiert es einfach mal aus, wie sich euer Flummi bewegen will. Wir schicken ihn in die Hüfte. Da könnt ihr ein bisschen gucken, wie sich euer Flummi bewegen will. Das Tolle ist, ey, euch guckt keiner zu. Mir ist ja sowieso was völlig egal. Also seid kreativ in euren Bewegungen. Schaut, was sich gut anfühlt. Zu welcher Seite der Flummi hüpfen will. Okay, wir schicken ihn in die rechte Hand. Das ist der Moment, wo ihr dann mal ein bisschen verschnaufen dürft. Okay. Der Flummi, der Bouncing Ball, wandert in die linke Hand. So, man merkt, man kann auch mal ein bisschen atmen. Schön, wunderbar. Von da aus hüpft er in den rechten Ellenbogen hinein. Und hüpft da rum. Von da aus in den linken Ellenbogen. So, wunderbar. Von da aus in die rechte Schulter. Und von da aus in die linke Schulter. Okay, wunderbar. Läuft. Und von da aus noch einmal in die Brust. Guckt, was eure Bewegung dabei ist, wo es sich hinbewegt und wie es sich rumbewegt. Okay, und von da aus ganz kurz und vorsichtig bitte, passt auf euren Nacken auf, in den Kopf. Und nicht zu lange lassen.
im Nacken haben und dann irgendwann ausspucken. Igitt. Ja, an der Wand hinter mir seht ihr, ich habe das schon öfter hier gemacht. Schmeißt die einfach zu den anderen Wellen dazu. Okay, einmal alles durchgeschüttelt, durchgebounced mit dem Flummi. Und weiter geht's mit der nächsten Übung. So, weiter mit dem Warm-up. Die nächste Übung ist die Luftballonübung. Da ist es schön, wenn man das so macht, dann ist ein riesengroßer Luftballon, der völlig aufgeblasen ist. Prall und satt. Und wir lassen einfach mal die ganze Luft aus diesem Luftballon raus. Und dann blasen wir ihn wieder auf. Schön ist es, wenn man sich dabei ein bisschen Zeit nimmt. Also ganz langsam aufblasen und ganz langsam die Luft wieder rauslassen. Schön ist es auch, falls ihr jetzt gerade zu Hause nicht alleine vor dem Video sitzt, dass ihr euch vielleicht sogar noch jemanden dazu holt, dann kann man das zusammen machen. Ich habe da mal was vorbereitet. Nämlich eine Desi. Das ist die Desi. Hallo. Also ganz praktisch, so eine Desi zu Hause zu haben. Vielleicht hast du jemanden anders zu Hause. Da kann man sich einigen, wer der lasche Luftballon ist. Also damit würde ich jetzt anfangen. Und wer der pralle Luftballon ist, das würde jetzt die Desi machen. Okay. Praller Luftballon, lascher Luftballon. Okay. Wir können eine Verbindung aufbauen, das ist ganz gut, weil darüber geht dann die Luft. Okay. Okay. Und los geht's. Und dann wieder zurück. Und dann nochmal andersrum. Und noch einmal. Okay. Ja, danke, Desi. Ja, das Ganze kannst du dann so oft du willst tun, in deinem ganz eigenen Tempo. Je öfter du diese Übung machst, desto mehr wirst du merken, was sie mit dir tut. Einfache Übung, tolle Ergebnisse. Jawohl. Viel Freude dabei. Wiederholt so oft wie möglich. Du kannst das Video auch mal auf Pause machen und deine Übung ganz lange immer wieder wiederholen. Viel Spaß. Wo wir nun ein wenig warm sind, geht es gleich weiter. Und zwar, ja, mit verrückten Bewegungen. Ja, möglichst verrückt. So einer verrückten Reizüberflutung, so würde ich es jetzt mal nennen. Also, wir fangen an, uns zu bewegen mit den Knien. Beweg mal deine Knie immer nach außen und wieder zusammen. Die ganze Zeit. Das ist noch relativ einfach. So, gut, okay, reicht. Wir bewegen die Arme hoch und runter. Okay, das geht. Wunderbar. Wir machen noch weiter und wir bewegen jetzt die Knie zusammen und bewegen die Arme hoch und runter. Wird schon ein bisschen komischer. Probiert so ein bisschen, wie sich das bei euch anfühlt. Es muss auch echt nicht koordiniert sein. Also irgendwie, Hauptsache man bewegt die Knie weiter, irgendwie nach außen oder so und bewegt die Arme. Okay, gut. Das sind zwei Sachen. Es kommt eine dritte Sache hinzu. Wir bewegen den Kopf dabei. Also einfach ein bisschen hin und her bewegen. Gut. Also, probiert es ruhig ein bisschen aus, einfach den Kopf ein bisschen bewegen. Wunderbar. Wir bewegen die Knie. Wir bewegen die Arme. Und wir bewegen den Kopf. So, okay, immer irgendwie. Okay, weiter geht's. Passt ein bisschen auf, dass euch nicht zu schwindelig wird dabei, sonst bewegt einfach den Kopf ein bisschen weniger, so wie es gerade für euch passt. Aber meistens ist das hilfreich, wenn man da noch ein bisschen die Stimme mit reinnimmt. Also als viertes nehmen wir die Stimme dazu. Eins Knie, zwei Arme, drei Kopf, vier Stimme. Und Stimme geht am besten immer, wenn man die Finger dazu nimmt. Also die Finger ruhig ein bisschen raus. So, ihr merkt schon, es geht darum, richtig schön albern auszusehen.
Ne? Und wir beginnen. Knie, Arme, Kopf und Stimme und Zunge. Keine Sorge, man sieht nur mich und ich mache mich zum Affen. Also von daher, wenn ihr zu Hause seid, völlig egal, einfach machen. Voll gut. Es gibt auch so schöne Sprüche, tanzt, als wenn dir keiner zuschaut. Also, ja, ist ein bisschen naiv, wenn ich das hier auf YouTube teile. Egal, aber gut. Und so weiter. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht genug Bewegung. Jetzt bewegen wir Knie und dabei noch die Füße. Ich habe auch keine Ahnung, wie das geht, aber wir probieren es einfach mal aus. Okay, auf die Plätze, fertig, alles zusammen. Okay, warm, bewegt, jawohl. Okay, verrückte Bewegungen und Koordination. Ja, ich hoffe, du hast Freude. Bei der nächsten verrückten Bewegung brauchen wir die Arme. Mit den Armen kann man so wundervolle Dinge tun. Zum Beispiel kennt ihr das gute alte Armkreisen. Damit fangen wir auch mal an, um überhaupt erstmal ein bisschen auf die Schultern noch mal ein bisschen warm zu machen. Einfach die Arme vorwärts kreisen. Ihr könnt auch gucken, dass ihr mit einem Arm unten startet und mit dem anderen oben. Und da in so eine schöne Bewegung hineinkommt. Dasselbe geht auch rückwärts. Oben stocken und ausschütteln. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gut, einmal ordentlich ausgeschüttelt. Dann wird es jetzt spannend. Jetzt kommt die verrückte Bewegung. Wir nehmen beide Arme nach oben und lassen sie gegengleich kreisen. Das heißt, ein Arm geht nach hinten. Und einer nach vorne. Nochmal langsam. Wie geht das? Stellt euch einfach hin wie ein Y oder so. Das ist vielleicht die einfachste Methode. Denn dann könnt ihr einfach beide Arme zum Boden fallen lassen. Ich mache es mal in Zeitlupe. Zeitlupe ist eine gute Übung. Und dann den Schwung der Arme folgen. Das heißt, ihr steht da wie ein T. Ihr steht da wie ein ja, großes I. Ein T zur anderen Seite und beide Arme oben. Also wie ein T, wie ein I, wie ein T zur anderen Seite schauen und wie ein I. Und wenn ich diese Übung schnell mache, sieht das so aus. Man kann dabei noch ein bisschen in die Knie gehen und den Stern hinter sich von der Decke holen. So. Dann kann man nämlich mit dem Schwung noch etwas einfacher mitgehen. Bei dieser Übung gibt es natürlich ein Vor und ein Zurück. Also probiert auch mal die andere Seite und andere Richtung aus. Ein wunderbares Armekreisen. Sehr schön. Gut, gibt es in 1000 Varianten. Man kann die Arme auch vor dem Körper kreisen und bewegen. Sich dann dabei drehen. Man ist dann wieder in der Bewegung drin. Mann, ich brauche eine größere Wohnung. Gut. Aber es wird reichen. Und danach immer nicht vergessen auszuschütteln, aber das kommt nochmal jetzt. Es ist Zeit für ein kurzes Zwischenschütteln. Von daher 30 Sekunden schütteln und los geht's. Einmal alles schütteln. 30 Sekunden lang schütteln, was das Zeug hält. Und weiter geht es. Schüttel, 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 bis der Countdown abgelaufen ist. Schütteln, schütteln, schütteln. Gleich hast du es geschafft. Hau alles raus. Und 3, 2, 1 und geschafft. Es geht weiter mit verrückten Bewegungen. Du brauchst dafür einen Ball. Oder etwas ähnliches, was vielleicht auch mal runterfallen kann. Es geht auch mit einem Kuscheltier. Also guck, was du nehmen möchtest. Auf jeden Fall brauchst du etwas, was du in deiner Hand halten kannst. Mach das Video nochmal aus. Vielleicht hast du jetzt schon. Wäre zumindest deine Aufgabe gewesen, ihn jetzt in der Hand zu halten. Gut. Von daher würde ich sagen, es geht los. Es geht um folgende Bewegung. Der Ball ist oben, fällt runter. Die Hand geht runter, zur Seite und nach oben.
Ist also auf gewisse Art und Weise ein Koordinationstraining, denn dann geht das Ganze wieder rückwärts. Ich mache das mal schnell. Das ist eine Übung, die kommt aus der Jonglage. Während ich sie vormache, kannst du ja schon mal versuchen nachzuvollziehen, was ich hier überhaupt tue. So. Aber keine Sorge, wir setzen diese Übung mal nehmen die auseinander und schauen uns an, was dabei im Einzelnen passiert. Gut. Das erste, die rechte Hand ist oben, die linke Hand ist unten. Kannst auch andersrum anfangen. Gut. Dann ist es so, dass du versuchst, mit dieser Hand nach oben zu werfen. Ohne die Hand dabei, also den Arm nach oben zu bewegen, sondern möglichst viel aus der Hand rauszuschmeißen. Und die andere Hand hier oben ist bereit, um aufzufangen. Hopp. Möglichst wenig Armbewegung, möglichst präzise in die Hand schmeißen und fangen. Schau, wie weit du mit der Übung kommst. Wenn dir diese Übung schon reicht, dann bleib da. Oh. Genau, also runterfallen passiert immer, ist ja egal. Dann trainiert man, indem man wieder aufhebt. Am Anfang hatte ich da echt einen Muskelkater hinten im Bein, weil ich die ganze Zeit aufgehoben habe. Von daher keine Sorge. So, jetzt geht es schon nicht mehr, ist kaputt. Immer schön nach oben werfen. Immer wieder aufheben, auch das ist wunderbare sportliche Betätigung. Gut. Und wenn das klappt, diese Bewegung, einigermaßen zufriedenstellend, nimmst du die Hand zur Seite und versuchst das hier. Mann, das geht ja in die Hose heute. Es geht darum, den Ball nicht zu übergeben. Darum geht es. In diese Bewegung geht es nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dasselbe, die Hände möglichst weit auseinander zu lassen und einfach mit Schwung zuzuschmeißen. Möglichst über weite Distanz. Dass die Hände gar nicht so nah zusammenkommen. Das ist die Aufgabe. Okay? Wenn das läuft, bist du bereit. Auf der anderen Seite. Jetzt nehmen wir die linke Hand nach oben und die rechte Hand ist unten. Und wir werfen nach oben. Genau dasselbe wie auf der anderen Seite machen wir jetzt auf dieser Seite. Ja, und dann hast du eigentlich schon alle drei Teile, die du für diese Bewegung brauchst. Du kannst immer besser werden, indem du irgendwann wirklich nur die Hand am besten irgendwann gar nicht mehr bewegst. So, und dann geht es von vorne los. Hep, 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 hep. Also von daher ist es wichtig, dass Dinge im Leben schief gehen dürfen und nicht klappen dürfen. Es ist wichtig, sich nicht verrückt zu machen, wenn es nicht klappt. Aber es ist schön, an Dingen dran zu bleiben und sie immer wieder zu üben, zu trainieren und die Freude dabei zu empfinden. Mann, ich quatsch Kopf. Gut. Gut, auf jeden Fall ja, ist das die Übung, die ich euch vorbereitet habe. Runterfallen, zur Seite, hoch. Runterfallen, zur Seite, hoch. Runterfallen, zur Seite, hoch. Runterfallen zur Seite, hoch. Runterfallen zur Seite, hoch. Runterfallen zur anderen Seite, hoch. Und so weiter und so weiter. Ja. Übt, solange ihr Spaß habt. Viel Freude dabei. Es geht weiter mit einer verrückten Beinbewegung. Oder es ist vielmehr ein Krafttraining. Du kannst bestimmt auf einem Bein stehen. Ist ja einigermaßen gut, wenn nicht. Ich habe hier die Wand neben mir. Du kannst ja auch einen Stuhl dazu nehmen oder wie auch immer. Im letzten Video hat der Luca das so schön vorgemacht, Bein hoch. Und heute wollen wir mal versuchen, dabei in die Knie zu gehen. Mal gucken, wie weit du runterkommst. Wenn es nur so ein bisschen ist, dann ist das auch schon gut. Aber vielleicht schaffst du es ja auch nach ganz unten. Und vielleicht schaffst du es dann auch wieder nach oben. Ausschütteln und das andere Bein nehmen. Nach oben halten. Langsam runter. Oder auch auf dem Weg dahin und langsam wieder hoch. Wow. Meistens merkst du, dass du ein starkes und ein schwaches Bein hast. Also die Kür ist es wirklich, dass du runterkommst und wieder nach oben. Alles auf dem Weg dahin ist in Ordnung. Die Übungen, die ich dir heute zeige, sind oftmals Übungen, die musst du ein paar Mal machen und immer wieder machen. Und dieses Training einfach jeden Tag machen. Und du wirst merken, du wirst besser. Das ist wie mit allen Dingen. Alles, was man trainiert, wird dann immer besser drin. Gut, und das geht so richtig in die Oberschenkel. Wunderbares Oberschenkeltraining. Versuch's doch einfach ein paar Mal. Für dich. Ganz allein. Und hier habe ich für dich noch einen Dehnungscheck. 5 Punkte kannst du erreichen. 5 von 5.
Und die Challenge läuft jetzt. Und auch da ist es wieder so, wenn du die Übung öfter machst, dann wirst du besser nach und nach. Und irgendwann kommst du, wenn du magst, bei 5 von 5 Punkten an. Vielleicht hast du die auch schon. Wir wollen es mal ausprobieren. Es geht los mit Übung 1. Schüttel, schüttel, ist immer gut. Ach komm, wir schütteln nochmal. Von daher. Bing. Es ist Zeit für ein kurzes Zwischenschütteln. Von daher 30 Sekunden schütteln und los geht's. Einmal alles schütteln. 30 Sekunden lang schütteln, was das Zeug hält. Und weiter geht es. Schüttel, 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 bis der Countdown abgelaufen ist. Schütteln, schütteln, schütteln. Gleich hast du es geschafft. Hau alles raus. Und 3, 2, 1 und geschafft. Okay, jetzt geht's hier mit der Übung weiter. So. Okay. Wir stellen uns hin. Und atmen einmal tief ein. Nehmen dabei die Arme nach oben. Und jetzt geht es darum, mit möglichst langem Rücken nach vorne zu gehen und die Füße zu berühren. Und vielleicht schaffst du sogar, den Boden zu berühren mit deinen Händen. Du darfst dir einen Punkt merken für diese Übung, wenn du es schaffst, deine Füße zu berühren. Übung 1. Zieh jetzt richtig schön die Hände in den Beinen, wenn du das richtig machst. Die Knie sind leicht durchgestreckt, also nur leicht heißt, dass es immer ganz gut ist, wenn du sie nie ganz durchstreckst, sondern ganz leicht bisschen hier hinten gebeugt bist, aber nur minimal. Das ist ganz wichtig, sonst betrügst du dich nämlich selber. Also so kann ich das auch. Von daher, ganz leicht, nur richtig komplett durchgestreckt ist nicht gut. So, das will ich sagen. Ziel ist es, die Füße zu berühren. Wenn du auf den Boden kommst, noch besser. Aber den Punkt kriegst du schon, wenn du die Füße nur berühren kannst. Gut. Übung 2. Hände hinterm Rücken berühren. Das geht so. Setz mich mal hin. Wir können damit anfangen, mit dem rechten Arm fange ich an. Die rechte Hand einmal hinter dem Rücken zu führen. Wenn du magst, kannst du hier oben noch ein bisschen nachgreifen und die Hand noch mal runterdehnen. Wenn du jetzt mit dem Kopf so ein bisschen nach hinten drückst, merkst du, dass hier eine Dehnung entsteht. Und dann kannst du versuchen, mit der anderen Hand die Hand zu berühren und dann kann man die auch ein bisschen zusammenziehen. Schaffst du es zu berühren, dann hast du einen halben Punkt. Einen halben, nur deshalb, weil diese natürlich, es gibt zwei Seiten. Dasselbe machen wir jetzt mit der anderen Hand. Und auch da kannst du erst ein bisschen nachhelfen, die Hand lang sanft runterziehen, nie mit Gewalt, das ist wichtig. Man darf es schon spüren, aber okay, meistens hat man eine starke und eine schwache Seite. Aber auch da klappt es wunderbar. Okay, puh, den Punkt habe ich mir gesichert. Die andere Hälfte habe ich erlangt. Beide Hände berühren sich hinterm Rücken. Hast du beide Seiten geschafft, dann hast du 2 von 2 Punkten. Also wenn du beim ersten auch den ersten Punkt hattest und so weiter. Gut. Wir kommen zur dritten Übung. Die ist ganz einfach. Also behaupte ich jetzt erstmal. Wir setzen uns hin, so im Schneidersitz, und du nimmst dir einen von deinen beiden Füßen. Schaffst du es, mit dem Fuß, also mit der großen Zehe, deine Nase zu berühren? Kannst du mal riechen, ob deine Füße wirklich gewaschen sind? Oder ob du wieder duschen solltest. Vielleicht sollte man auch nicht so intensiv riechen. Aber gut, du kannst auch versuchen, den Fuß hinten an den Kopf zu packen. Das geht auch. Und da spürst du dann die Dehnung hier ganz besonders. Aber den Punkt hast du schon verdient, wenn dein großer Zeh an die Nase gekommen ist. Wichtig, dasselbe machen wir auch noch mit dem anderen Fuß. Du kannst auch deinen Fuß mal ein bisschen liebevoll einfach wiegen, um erstmal wieder warm zu werden. Wie so ein kleines Baby den Fuß in den Arm zu nehmen und ein bisschen zu schaukeln. Ist immer ganz schön, sich auch dafür Zeit zu nehmen für so eine Übung. Und nicht einfach zack und rupp und rein. Ne, dadurch können auch Verletzungen entstehen. Sei lieb zu dir, ist immer gut. Gut, also auch mit diesem Fuß die Nasenspitze berühren. Schaffst du es nur mit einem, kriegst du natürlich nur einen halben Punkt.
Gut, Nasenspitze berühren. Oder eben fortgeschrittene Variante Hinterkopf. Gut. Soweit. Das könnte dein dritter Punkt gewesen sein. Wir kommen weiter. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel, der liegt hier immer neben. Ach ja, genau. Es geht weiter mit der, also ich finde es ja immer wieder ganz einfach, aber es ist tatsächlich für viele nicht so, glaube ich, so ganz einfach, die Hocke. Wichtig ist dabei, dass deine Füße komplett den Boden berühren. So, ich zeige es mal von vorne und von der Seite. Das Ziel ist es dabei, die mit den Armen, so die Hände so ein bisschen nach hinten zu drücken, die Handflächen aneinander zu legen und sie berühren die Brust. Wenn deine Handflächen die Brust berühren, deine Beine ein bisschen nach hinten gedrückt sind und deine beiden Fußflächen komplett den Boden berühren, dann kannst du dir den nächsten Punkt sichern. Für manche vielleicht ganz einfach, aber mit Sicherheit nicht für alle. Wenn du magst, kannst du auch ein bisschen in dieser Haltung verharren oder auch ein bisschen versuchen, dich vor und zurück zu bewegen, zu den Seiten. Und einfach mal schauen, wie sicher stehst du eigentlich hier in dieser Hocke. Bleib beweglich, das ist wunderbar. Gut. Dafür konntest du dir den vierten Punkt vielleicht notieren. Nächste Übung. Ein Fuß nach vorne, das Bein ist lang gestreckt. So, lang gestreckt. Das andere Bein leicht angewinkelt. So, quasi. Genau. Dann der Fuß. Schön zu dir rangezogen. Einmal ganz nach oben die Arme ausstrecken und so weit wie möglich nach vorne greifen. Entweder kommst du an wirklich direkt schon den Fuß dran, das ist schon ziemlich gut. Versuch dabei wirklich möglichst den Rücken gerade zu lassen, das ist immer ganz gut. Oder es reicht auch, wenn du erst irgendwo hier rankommst und dann kannst du langsam, ganz langsam versuchen, dich nach vorne zu ziehen. Wobei tatsächlich das Fiese ist, das Ziel, um den Punkt zu erreichen, ist, mit der Stirn das Knie zu berühren. Versuch's einfach mal. Und dann ein bisschen halten. Und dann kannst du versuchen, wenn du das schaffst, wenn du die Übung wirklich richtig gut machen willst, versuchen, die Schultern hängen zu lassen, ein bisschen locker zu lassen. Dich vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen. Dann spürst du eine Dehnung hier unten. Auch in den Schultern. Aber wie gesagt, der halbe Punkt, das ist ja erst die eine Seite, ist dir sicher, wenn du schaffst, mit der Stirn deine Kniescheibe zu berühren. Ganz wichtig, andere Seite auch. Immer einen schönen Ausgleich denken. Gut. Hier wieder schön nach oben strecken. Einatmen. Und ausatmen. Ziel mit der Stirn, das Knie zu berühren. Dann kriegst du den Punkt. Schultern hängen lassen beim Ausatmen. Generell kannst du in die Übung beim Ausatmen noch ein bisschen weiter reingehen. Denn dann kannst du immer locker lassen beim Einatmen. Vielleicht noch ein bisschen die Position klären beim Ausatmen. Locker lassen. Und tiefer reinsinken. Gut, wenn es bei beiden Seiten geklappt hat, dann hast du auch wieder den ganzen Punkt gekriegt. Und jetzt wäre der Moment zu schauen, okay, wie viele hast du? 5 von 5 Punkten, 1 von 5, 3 von 5. Und wenn du nur einen hast oder so, dann kannst du dich dazu entscheiden, einfach zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren. Und dann zu merken, boah, wenn ich das Video jeden Tag mache, einen Monat lang, dann wirst du wesentlich mehr Punkte erreichen. Das verspreche ich dir. Gut, ansonsten darfst du dich bei mir beschweren. Und wir sind schon am Ende angekommen. Calm down. Also einmal will ich zur Ruhe kommen wieder, oder total zur Ruhe kommen. Du darfst dich im Schneidersitz hinsetzen, vielleicht kannst du auch im Lotussitz sitzen, im halben Lotussitz mit einem Bein über dem anderen oder im vollen Lotussitz beide Beine übereinander. Schön ist, wenn du zum Beispiel auch ein kleines Kissen hast oder ähnliches, auf das du dich draufsetzt. Ich habe jetzt hier eine wunderbare Teppichkante, die reicht mir auch völlig aus. Wir schließen nämlich mit einer kleinen Atemübung. Das ist ganz einfach und manchmal sind es die ganz einfachen Dinge, die dir auch die Ruhe vermitteln können. Wir starten, Hände vor der Brust zusammen,
und atmen ein. Dann gehen wir die Hände wieder zur Brust nehmen. Atmen wir aus. Und hier warten wir, bis du ganz klar den Impuls spürst, wieder einatmen zu wollen. Einatmen, Hände nach oben. Ausatmen. Die Hände wieder vor die Brust. Du darfst hier ruhig mal ausreizen. Wie lange kannst du warten, bis du wieder einatmen möchtest? Warte auf den Impuls. Mach das ganz in deinem Tempo, in deinem Atemrhythmus. Wiederhole die Übung noch ein letztes Mal, um zum Ende zu kommen. Und wenn du willst, kannst du dich noch einmal verbeugen vor dir selber und dich bedanken für diese schöne Trainingseinheit und dass du es durchgezogen hast, wenn du es durchgezogen hast. Dazu atmen wir nochmal tief ein und vielleicht schaffst du es hier auch mit der Stirn den Boden zu berühren. Ansonsten kommst du so weit runter, wie es für dich eben geht. Du kannst dich noch ein bisschen nach vorne ziehen. Ja. Und ich danke dir nochmal voll bedanken. Schön, dass du mitgemacht hast. Schön, dass wir uns gemeinsam bewegen durften. Bleib beweglich, bleib ein wenig verrückt, weil Verrücktheit hilft dir echt. Vor allem, wenn dir egal ist, was andere Menschen über dich denken. Du hast ja genug damit selber zu tun, wie es dir geht. Bing!